Also eine Rolle spielt in Ihrem Leben auch dieses hier. Darf ich Ihnen mal kurz zeigen? Das ist, Stichwort ist Life Kinetik. Und wie das funktioniert, das wird uns der Felix gleich zeigen. Und vorher erzählt uns Tim Schröter, was dahinter steckt. Jeder Mensch auf dieser Welt kann bis ins hohe Alter das Gehirn trainieren, wie einen Muskel. Neue Synapsen bilden durch neue Reize. Man lernt also durch Abwechslung, nicht durch Wiederholung. Abwechslung, da kommt die Live-Kinetik ins Spiel. Sportwissenschaftler Horst Lutz hat in diesem Programm komplexe Übungen ausgearbeitet, die durch überraschende Ansagen das Gehirn trainieren. Eine regelmäßige Bewegung mit einer plötzlichen Bewegung einer anderen Körperseite zu paaren, das ist also die große Herausforderung. Das Balancieren einerseits, und wenn ich dann einen Ball zuwerfe und den Ball noch zurückzuspielen mit dem Fuß, ist eine plötzliche Herausforderung für eine ganz andere Körperseite. Mittendrin Felix Neureuther, der schon seit langem mit Lutz zusammenarbeitet. Denn die koordinativen Anforderungen an einen Slalomfahrer sind enorm hoch. Dank Live-Kinetik fährt er konzentrierter, meistert eher kritische Situationen. Und immer mehr finden Gefallen an der Formel Gehirn plus Bewegung gleich mehr Leistung. Auch wenn das oft leichter aussieht, als es ist. Gehirn plus Bewegung ist gleich mehr Leistung, so lautet die Gleichung. Wir haben Sie gerade eben gesehen, Felix, mit dem BVB. Haben Sie noch Kontakt zu Jürgen Klopp auch? Ja, ich war jetzt beim Fußball im Pokalviertelfinale Bayern gegen Dortmund und dann bin ich da unten am Rasen gestanden beim Aufwärmen und dann ist der Jürgen Klopp ist zu mir hergekommen und hat mir gratuliert und der schreibt mir auch ab und zu, wenn ich gut fahre, also ist noch schön. Kontakt da. Also das ist durchaus etwas, was es viel gibt im Profifußball, auch dieses Live-Kinetik. Marcel, machen Sie das auch oder ist das Firlefanz, wo Sie sagen, das brauche ich nicht in meinem täglichen Leben? Deswegen lieber Motocross fahren, ja? Aber kommt wahrscheinlich dasselbe heraus. Der Felix zeigt uns jetzt mal was. Na, es ist, also ich mag halt nicht so stupides Krafttraining oder permanent irgendwelche Kniebeugen machen, sondern bei mir muss es immer irgendwo abwechslungsreich sein. Und da macht das Ganze auch sehr viel mehr Spaß. Und immer neue Herausforderungen braucht man. Es gibt eigentlich eine ganz einfache Übung. Ja. Man wirft beide Bälle nach oben, überkreuzt die Arme und dann fängt man die Bälle wieder. Aber du bist schon sehr gut. Was denn? Also und das kann man dann zurück auch wieder machen. Marcel auch, hoppla. Was muss ich da? Ja, gerade raufschmeißen und dann haben wir überkreuzen. Ich verstehe schon die Aufgabenstellung nicht. Hoch und dann überkreuz. Verstehe. Und dann wieder zurück. Ja, genau. Aha. Ja, du hast es schon. Ich kann es nicht. Jetzt was Schwieriges. Dann hör auf zu üben, sonst wäre er besser. Marcel, kannst du wieder was lernen? Ja, und das kann man dann unterschiedlich machen. Dann kann man die Hände so machen, dass man es dann so fängt. Oder dann kann man einen nach unten, einen nach oben und dass man es dann praktisch, dass es dann dort auch wieder seitenverkehrt ist. Nicht fangen? So, ja. Ich brauche ein bisschen länger. Ja, aber du bist sehr, sehr gut. Du, jetzt nur mal die andere Hand drüber. Was? Marcel macht mit. Was mache ich mit der Hand? Ja, du hast jetzt immer die linke über die rechte gemacht. Jetzt mal andersrum. Jetzt machst du mir andersrum. Ja, schau, da fängt schon an. Marcel! Was denn du da? Ich kann das nicht. Das kostet. Nein. Da. Ich schmeiß das auf. Ja, gerade rauf. Aufi und Aui. Gerade rauf schmeißen. Und dann kann man das nochmal schwerer machen. Dann tut man unten die Beine überkreuzen. Dann ist es oben gerade. Dann springt man. Dann ist unten normal oben überkreuzt. Marcel. Und dann wieder anders. Springen. Schau, ich kann es doch. Ja. Mit Glück. Kannst du es jetzt? Ja, das kommt eigentlich auch vom Jonglieren und da gibt es ja noch also, verschiedene Sachen. Was bringt es jetzt konkret, Felix? Jetzt gehen wir mal zurück. Was bringt allein das jetzt mit den kleineren Bällen? Man macht halt eine Bewegung, wo die verschiedenen Gehirnhälften dort angesprochen werden und dadurch bilden sich neue Synapsen und ich meine, da gibt es ja wirklich extrem schwierige Sachen. Ja. Und, aber da, ja. Man lernt es einfach, sich besser auf Sachen zu konzentrieren und auch schneller einzustellen. Und man ist dadurch sehr viel flexibler.